Ja, hallo liebe Leute, ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Tag. Wir spielen Assassin's Creed Origins weiter. Wir sind aktuell als Aya unterwegs. Und Cleopatra ist, ich glaube, die ist jetzt sogar schon Königin. Und wir müssen jetzt anscheinend Leute retten. Natürlich müssen wir Caesars Leute retten. Das ist ja gar kein Problem für uns, wenn ich mal den Ausgang finden würde. Und dann. So, kommen wir hier hoch. Delicious. Ich bin mal gespannt, wie lange wir noch Aya spielen müssen. Wir sehen auch oben rechts diesen Stufe 31 jetzt nur noch. Weil Aya anscheinend ein fixes Level hat. Warum auch immer sie ein Level hat, aber sehr geil. Gut. Ich glaube, der Alan ist ein bisschen dumm mit Alan laufen. Was sollen wir hier lang laufen? Wir laufen aber bitte. Können wir einmal ein Pferd? Wir haben einfach ein Pferd, Alter. Hey du. Wie hot. Lecken wie eine Kuh. Cute. Hallo, was Praxis? Okay, da waren wir schon drin, aber ich glaube, wir müssen da. Was ist mit Bayek los? Ich Warum bin schussbereit. wird er angegriffen? Zünde die Feuerschale an! Können Sie mal. Hör mal auf hier, was soll denn das? Warum auf einmal hier Masseneskalation? Das ist ja voll frech. Ich wollte doch sneaky sein. Das ist unfair, das ist unfair. Bist du dumm, das anzubrennen? Boah. Tja, dank Bayek müssen wir hier komplette Eskalation machen, anscheinend, ja. Okay, da macht gar keinen Schaden. Keine Ahnung, wo du hin willst, Alter. Wir haben jetzt voll die Probleme nur wegen Bayek, Alter. Was ein Vollidiot, Mann. Ein Moment. Eine Mutter Seraphis, Junge. Ich reiß dich in Ruhe. Ich muss anonym sein, sonst funktioniert der Lachs nicht. Ich dachte, ich könnte auch abstechen. Oh mein Gott. Ich bin so unfair. Ich frage mich auch, wo Bayek auf einmal hin ist. Okay, ich glaube, wir haben jetzt gute Karten. Perfekt. Wir müssen Caesar warnen. Was ist denn passiert? Septimius, sie planen den Hafen zu belagern und wollen den Palast einnehmen. Ich werde Caesar nicht verraten! Wie viele Köpfe muss ich denn noch abschlagen, bevor Caesar versteht? Das ist sinnlos! Eine Planänderung. Der Löwe sagt, wir müssen zum Pharos marschieren und die Königin in die Falle locken. Bam, Junge. Achso, schade. Dann sagten sie, sie gingen nach. Wohin? Wohin? Er ist tot. Dieser Kerl könnte noch mehr Informationen haben. Ich muss ihn zurück zu Caesar bringen. Ja, na klar. Noch schwerer, bitte. Wie soll ich denn jetzt hier rauskommen? Na. Moment. Ja, wenn ihr das gedenkt, ja? Ich schlitz dich auf. Okay, wir sprinten. Hey. Kommen wir hier hinten raus? Ich glaube nicht, oder? Oh doch. Oh, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Ich war niemals da. Wir sind undercover unterwegs. Ich habe keine Ahnung, wohin ich laufe. Aber das ist hey. Geil. Oh, oh, ich brauche jetzt ein Pferd. Du hast gar kein Pferd, du kannst auch zu Fuß laufen, du. Die Brati.
Hey. Hä? Scheiße, ist eine Sackgasse, was? Papa, bewirn! Platz da, Junge. Okay, Fertig, bleib ruhig. Nein, genau das Haus. Nein, ah, fick dich, Gang. Du nimmst diesen hässlichen Vogel. Und backst den Vogel auf den Ass vom Pferdchen. Dann steigst du drauf. Nice, perfekt. Bang. Ich weiß auch gar nicht, warum ich den unbedingt mitnehmen muss, den Vogel, Alter. Ich glaube, wir müssen hier rein. Ich gehe zum Serapeum. Ach du Kacke, was ist denn hier passiert? Beten ist unsere letzte Hoffnung. Platz. Was ist mit der Kleine passiert? Ihr habt loyale Männer, Cäsar. Ach du Scheiße, Junge. Septimius plant, euch im Palast einzusperren. Euch bleibt keine Zeit. Bisschen staubig geladen, oder was? Flavius? Geht anscheinend schon mal. Sie wollen Feuer. Lass uns den ganzen Hafen niederbrennen. Und wenn wir Pharos Licht verändern, weiß der Rest der Flotte Bescheid. Wir schließen im Streitwagen auf. Salve, mein Cäsar. Ich erteile den Befehl. Meine Königin, ihr solltet mich in die Schlacht begleiten. Während diese Soldaten sich niedermetzeln, bleiben wir auf unserem Thron. Wir sind Königin, bis ein Schwert unser Herz durchbohrt hat. Selbst dann bleibt unser Blut auf diesem Thron. Na gut. Ich bleibe. Mein Leben liegt voll und ganz in euren Händen. Nun, der wichtigste Teil des Plans. Leg dies in die Feuerschale des Pharos. Sie begleitet mich durch die Stadt. Und nun, lass die Schlacht toben. Let's go! Für Narnia! Aya, wenn du unseren Bruder findest, Gines Doi. Okay, also die will ihren Bruder tot sehen anscheinend, hä? Also, sie sagen zu alles und jedem Bruder. Ich weiß nicht, ob es der wahre Bruder ist oder nicht. Also, wir setzen unsere Königin auf den Thron. Du bist die Einzige, die einen Thron verdient. Gib mir das Pulver. Cäsar traut deiner Frau dieser Aufgabe nicht zu. Hey, das ist meine Aufgabe. Was soll denn das? Das ist meine Aufgabe. Beweis ihm das Gegenteil, Liebster. So eine Scheiße. Warum nehmen uns alle unsere Aufgaben weg? Was soll denn das? Das ist aber ziemlich hart am Burnen, dieses Alter. Gebiet wird streng bewacht. Ich glaube, da gibt es nichts mehr zu bewachen, Eier, aber na gut. Digga, sieht das geil aus. Aber das ist alles nur hier an der Ecke, wa? Ah, jetzt, da, der wartet, bis es gelöscht ist. Alter, geil. Mein Charakter ist dumm. Ich hasse manchmal dieses Spiel. Netter da hoch, du dummes Stück. Dankeschön. Du bist beinahe genauso dumm wie Bayek, Alter. Das ist auch ein dummes Opfer. So, jetzt musst du darüber. Perfekt. Klettern in Assassin's Creed ist immer so eine Sache. Entweder es funktioniert gut oder das ist komplette Katastrophe. Oh, Junge, nee. Hey, halt dich fest. Nee, hat jemand bekommen, Kleber dabei? Ah, scheiße, Abflug. Ja, das war's. So richtig dramatisch hier jetzt, Junge. Holy shit. Was ist, wenn das jetzt wirklich das Ende ist? Das ist ja krass. So, für Narnia, Leute. Let's go. Du bist nett. Du bist auch nett. Du bist böse. Via duplex! Mors!
will alle der... Römischer Abschau! Oh Junge, was ist denn das mit dir los hier, du Penner? Eigentlich kann ich die Frage ignorieren, weil ich muss nur noch hochklettern. Erreiche die Spritze vor allem, die Spitze des Pharaos. Da waren wir schon mal drauf. Kann man nicht dahin teleportieren? Ich würde eigentlich, ja, ist egal, wenn ich das jetzt mache. Oh, das Spiel ist gefreezed. Oh, nice. Na ja, gut. Das passiert schon mal. So, ich würde jetzt einmal hier lang gehen. Sonst werde ich noch sauer. Perfekt. Ja, das Klettern ist gerade überhaupt nicht smooth. Es ärgert mich. Ich mag das nicht, wenn es nicht smooth ist. Zerquetsch mal einer diese Lotusblüte. Wie konnte sie so weit kommen? Halt die Fresse, du Opfer, Alter. Sie, damit wir uns um echte Probleme kümmern können. Das Spiel ist gerade richtig geil irgendwie, Alter. Ich bin gedodged und werde gehittet. Anscheinend hat der andere Arme, Alter. Oh nein. Du bist ein Bastard, das. Alarm, verdammt! Habt ihr Ärger? Kein next try. Wunderschöne Augen hat der. Uiuiui. Hätte ich von Anfang an mal so geklettert, dann wäre es halt schon viel, viel smoother gewesen. So. Jetzt ist das Problem, die Packer sind schon wieder hier, oder? Was? Ach, die riech mich schon. Nee, ist klar, du bist ein Schildgott oder was, Junge, du Pisser. Weggeschnetzelt, Bitch. Ihr durftet mich einmal töten, aber das zweite Mal werdet ihr sterben, sage ich. Oder ihr seid gestorben, wurde ja. So, jetzt sind wir hier raus. Dann müssen wir nach oben. Muss ich da nochmal rein? Ich glaube, ich muss da nochmal. Oh, nein, warte. Oha, nein, Boss feigt. Ich wusste doch, dass ein Skarabäus meinen Turm hochklettert. Okay, Hitbox 100. Du erinnerst mich an die alexandrinischen Huren, okay, die ich vom Orden der Ältesten geschenkt bekomme. Vielleicht behalte ich dich ja. Jetzt hast du sogar mein vulgäres Herz beleidigt. Der Leuchtturm gehört Ptolemäus. Hinfort! Der Pharos wird nur für Kleopatra brennen. Ja, irgendwie hat die gesoffen oder so. Mein Pfeil, oder wenn ich ranzoome und ziehe, dann wackelt das voll rum. Du kleiner Pisser. Weggeschnitzelt, Bitch. Sekunde, ich brauche Pfeile, falls hier noch ein bisschen was eskalieren sollte. Pfeile, danke schön. Let's go.
Ich glaube hier als erstes hoch, würde ich sagen. Dann würde ich vielleicht auch ein bisschen nach links. Und dann kann man hier straight hochklettern. Nice, big one. Okay, jetzt müssen wir das Bruderschien da hinwerfen. Da war auf einmal so ein Schatten oder so ein Geist. Wie in Zeus Namen hast du meinen Hauptmann getötet? Den haben wir schon, gesehen. Anscheinend, kurz. Soll ich jetzt kämpfen oder was ist das? Warum? Ptolemäus Männer brechen durch. Nein, wir warten, bis ich das Signal sehe. Ich glaube nicht, dass du einer Frau eine so wichtige Aufgabe anvertraust. Die Prinzessin. Wie soll die Flotte ihre Befehle empfangen? Habt Geduld, Cäsar. Tada! Alle Jagd ist! Komm! Wir ziehen auf das Schlachtfeld! Melchai, decke den Rückzug! Viele haben an Aya gezweifelt! Und alle sind durch ihre Klinge gefallen! Ha! Hey! Dann würde uns interessieren, ist die verletzt oder nicht? Oh, Alter, let's go. Geht aus dem Weg. Ich bin Bogenschütze des Jahrhunderts hier. Zack. Halt dich fest. Hart nach links. Zack. Oh, ey, ist das dasselbe mit dem Bogen, wie alle sagen? Sonst sind wir tot. Da siehst du doch. Konzentriert euch aufs Lenken. Ich halte sie auf Abstand. Das sind doch deine Landsleute, oder nicht? Alle, die unser Volk verraten, sind nicht meine Landsleute. Am Bitch. Ich töte dich. Hinter uns, Mann. Ich glaube, das ist unbesiegbar. Zieh nach hinten! Wir sind umzingelt. Ich bin eine Maschine. Ich arbeite daran. Dann arbeite schneller. Ich meine, ich mache den Schaden, aber... Na gut. Das war knapp. Hinter uns! Der Wagen holt auf! Ja, ich mache leider keinen Schaden. Ich will das noch mehr aufholen! Ich schieße so schnell ich kann, Römer. Oh, es kommt ein Elefant, Mann. Ach, das ist nicht gut. Was ist denn? Okay, Headshots sind gut. Ich finden wir es nicht heraus. Schneller, vielleicht können wir ihn abhängen. Wenn man Aim ist, das halt schon schwierig. Wir müssen kämpfen. Haltet euch bereit, Cäsar. Das wird schlimmer als eure bisherigen Schlachten. So schlimm kann es nicht sein. Es ist Osiris persönlich. Die Pfeile machen ihn nur noch wütender. Ich glaube, wir kriegen den nicht Wagen tot. Ruhig halten. Ich konzentriere mich darauf, nicht zertrampelt zu werden, Ägypter. Ich habe eine Idee. Hauptsache, wir werden das verdammte Biest los. Ich mache keinen Schaden. Auf einmal habe ich Speer oder was? Der Leuchtturm nähert sich schnell. Elefant. Wir müssen uns wirklich beeilen. Ja, ich gebe mein Bestes. Wirf fester. Arme Elefant, Mann. Da! Die Flotte! Ich habe nichts mehr, das ich werfen kann! Gegen den Turm, Junge! Jederzeit, Bayek! Close one, Leute. Man wird Lieder über uns singen. Und jetzt, auf zu den Schiffen. Naja. Wir werden Helden des Schwerts und Verstands. So viel haben wir jetzt noch nicht gerissen, aber ist okay, I guess. Nil Delta, drei Tage später. Er hat seinen eigenen Mate umgebracht. Opfer. Ihre Linie geht über drei Stadien. Laut unseren Spekulatoris führt Potinus diesen Angriff.
Beschäftigt ihr die Soldaten? Ich kümmere mich um Potinus. Ad Victoriam! Was, Junge, Alter, das ist ja wirklich Endspurt hier. Boah, geht. Okay, ladi, ladi, ladi. Ladi, 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 ladi. Okay, wo noch? Flieg, danke. Solange ihr noch könnt! Oh. Weiter, ich sehe gar nichts. Ich sehe einfach nichts. Ah ja, da war ein Elefant drin, den haben wir nicht besiegen können. Aber ist egal anscheinend. Wir dürfen trotzdem durch. Ab durch die Hecke. Davon gab es ein Spiel sogar. Oh nee. Nee. Oh nee. Das schaffe ich nicht. Begrüße Jugurtha. Sie möchte gerne deine Bekanntschaft machen. Naja, okay, die Level 31, das schaffe ich. Linus, bald gehst du in die Duat ein. Sei bereit! Komm, Jugurtha! Angriff! Jugurtha hat gar keine Ahnung, Bruder. Jugurtha, scheiße! Die Götter haben mich mit eurer Vernichtung beauftragt! Du! Oh, oh, sie eskaliert. Du bist okay, nee, nur eine Mücke in unserem großen Plan. Ich glaube, die Stories hat so einfach gemacht, dass man die halt irgendwie schaffen könnte. Oder dass jeder die schaffen sollte. Auch auf Albtraum. Oh, wie sehr ich wünschte, du könntest dich von hier oben sehen, Bayek. Ja, wir machen nicht so viel Schaden. 10, 20 Mal, ist okay. Und jetzt müssen wir, glaube ich, noch gegen den Fucker kämpfen. Was ist denn das für ein Rektor, Junge? Ah, du Kackboden, bist tot. Deine Rolle in diesem aberwitzigen Orden ist beendet, Potinus. Triff deinen Richter. Sie sind zu weit gegangen in Siva. Ich wusste es. Aber ich wollte unbedingt Frieden für Ägypten. Dein Frieden lässt viele darben. Das ist unvermeidlich. In jeder guten Regentschaft. Bitte verzeih mir, Bayek von Siva. Der Fährmann kann bezahlt werden. Nun kann ich meinem Ruhm folgen. Es gibt keinen Ruhm mehr in Ägypten. Gute Nacht. Cäsar, was machst du? Der Miseunuch ist nicht mehr. Gut. Die Späher haben Septimius gefunden. Er ist in dem Dorf vor uns. Ich lenke seine Männer ab, während du ihn jagst. Wir müssen wissen, was er plant. Sollten unsere Spione es nicht schon wissen? Auch die haben Grenzen. Doch sie sagen, Aya ist dem Pharao auf den Fersen. Also sind sie nicht ganz nutzlos. Dann ist Ptolemäus bereits gefangen. Ich erledige den Rest. Okay, wo müssen wir hin? Alles Klärchenbärchen, können wir reiten? Reiten können wir nicht. Okay, das heißt, wir müssen noch den komischen anderen Typen töten. Und ich glaube, am Ende müssen wir noch den Pharao töten, ne? Und dann haben wir alle tot, glaube ich. Digga, sind die sich alle am Bett hinholt. Holy shit. Ich meine, man sieht leider nicht so viel, weil hier so viel ist oder so. Aber gut. Helft euch mal ganz kurz, Leute. So, weiter geht's. Jetzt könnt ihr weiter. So, ich glaube, jetzt müssen wir noch einen Bosskampf hier machen. Ja, das sieht stark danach aus. Wollen wir den eigentlich. Oh, wir gehen einfach so rein. Ah, da kommt der Naja endlich. Bist du denn für ein Lappen? Bald wirst du deine Götter treffen. Fuck, hier siehst du hässlich aus. Komm mal her. Komm mal ran auf den Mädels. Bayek von Siva. Endlich der Kampf. Bist du bereit für dein Ende? Sei du bereit für deinen Richter. Du findest dich bald in der Duat wieder. War das dein ganzer Zorn, Medjay? Kein Wunder, dass es so leicht war, euer Land zu erobern. Oh, wait. Ich, rede nur, du Hund. Du wirst Balken meinen verbraucht. Zorn kennenlernen. Oh, au. Willst du abheben oder was? Du komischer Gauzio, komm.
Das nennst du Angriff? Oh, in die Eier. Ah, was? Ich hab den in die Eier geschlagen, wenn er hat die Fresse bekommen, Junge. Zack. Schnipp, schnapp, Pimmel ab, sag ich dazu. Hast du mich vermisst? Ja, wir stehen daneben und guck zu. Halt, Bayek! Septimius ist Römer. Wir behandeln ihn nach römischem Recht. Nee, wir töten ihn einfach. Er tötete meinen Sohn! Ja, töte ihn doch einfach, hä? Komm mal sehen. Na gut. Flashbacks. Ah ne, die tötet den jetzt. Die tötet den nicht. Barrieter. Ja, meint, der ist tot. Aber sie hat den nicht getötet. Sondern die Crocodogs. So, die Frage ist halt jetzt, warum darf der aufstehen und wir werden festgehalten? Das ist doch voll... Der Pharao ist tot! Das war alles von Caesar geplant. Um uns zu hintergehen. Alles, wofür wir so lange gearbeitet haben, gehört nun uns. Wir haben unsere Feinde bezwungen. Nur wir können Ägypten in eine neue Ära des Wohlstands führen. Wir müssen den noch irgendwann töten anscheinend. Am gleichen Tag Alexandria, gut besucht das Bezirk. Stehst du nun auf Septimius' Seite und wir werden aus dem Palast verbannt? Ich verurteile nicht das Gift in euren Augen, aber hört einen Moment zu. Sprich, schnell, sonst bist du am falschen Ende meiner Klinge. Eure Dienste werden nicht länger benötigt. Kleopatra hat euch mit Gold entlohnt. Es tut mir leid, Aya. Leid? Sie verdankt uns alles! Wir gaben ihr die Krone und sie steht neben ihm? Wo bleibt unsere Gerechtigkeit? Septimius sollte in Rom gerichtet werden. Schützt Caesar etwa den Orden? Ein Kompromiss, um Kleopatra zur Königin zu machen. Der Mörder unseres Sohnes ist dein Verbündeter? Wir werden alles tun, um ihn zu töten. Ist das klar? Also ich denke mal schon, dass wir den noch töten müssen, ja? Ptolemäus tot. Ein Pharao, ein Gottbajek, das kann ich nicht ändern. Ich scheiß drauf, was Caesar denkt. Aber Kleopatra und ich hatten eine Abmachung. Gib mir Zeit, Aya. Ich werde die Wogen glätten. Bis dahin bitte ich euch, seid vorsichtig. Nicht alles ist, wie es scheint. Oh! Verräter. Verräter, was mit dich? Schwein. Den werden wir auch töten, sage ich. Mit all meinen Worten habe ich nichts mehr zu sagen. Kleopatra ist von Rom vergiftet und wir von ihrem Verrat. Wir werden mit Ägypten brennen. Der Orden ist nun stärker. Sie haben Rom. Moment, Moment. Ich lag falsch. Ich trage die Verantwortung. Als mein Junge starb, schlug ich zurück voller Wut und Zorn. Doch das machte sie nur stärker. Wir sind alle verschieden. Doch wir kämpften gemeinsam, damit Kleopatra auf den Thron kam. Das war ein Fehler, meine Freunde. Doch er hat uns näher zusammengebracht.
Nun verstecken sich unsere Feinde hinter Kronen, arbeiten im Schatten von Königen und Königinnen. Doch wer arbeitet im Schatten für das Volk? Das sind wir. Etwas entstand aus alledem. Die Story ist doch noch nicht zu Ende. Und es beginnt jetzt. Wir müssen Kleopatra umbringen. Wir müssen weiterkämpfen und den freien Willen des Volkes verteidigen. Und wie klein sie auch sein mag. Unsere Bruderschaft ist die einzige Hoffnung. Und unser Königreich braucht keine Krone. Woran wir glauben, unsere Werte, unser Credo, wird uns vereinen. Ich verspreche allen Söhnen Ägyptens, der Vater zu sein, der ich an jenem Tag nicht war, in Siwa. Auf die Bruderschaft! Die Bruderschaft! Die Bruderschaft! Du hattest recht. Ich vertraute auf die falsche Göttin. Eine Frage bleibt aber noch offen. Septimius. Er nahm Alexanders Stab. Wieso? Oh ja. Er und Flavius hatten großes Interesse an Alexanders Grab. Dort fangen wir an. Ja, weil man irgendwas auf den Stab stecken muss und dann wascht es. Ich werde Kleopatra vernichten für das, was sie getan hat. Okay, Brötchen, konzentrieren wir uns auf unser Vorhaben. Was ist übrig, Bayek? Nenn mir eine Sache, die uns noch bleibt. Siwa. Der Rest unseres Landes. Wir dürfen nicht aufgeben, Arya. Wir suchen immer noch Remus Mörder. Ja, wir werden nicht aufgeben. Ja, so. So, liebe Leute. Ich denke, wir nähern uns dem es Ende. Es ist zu lange her, dass wir für mehr als ein paar Tage aber zusammen waren. Aber, wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Die beiden hören nicht auf zu reden, deswegen rede ich jetzt weiter. Er ist nicht einfach. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Der Weg, den wir folgen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder, liebe Leute. Haut ihr rein, macht's gut und tschüssi. Komm.